Mit dieser Tasche habe ich wirklich ganz etwas Spezielles erlebt. Und zwar, das war die Tasche, in der ich meinen jetzigen Verlobten kennengelernt habe. Und bin mit dieser Tasche an unserem ersten Date. Meine erste Molerus-Tasche habe ich mit meinem Lehrlingslohn gekauft. Das war 1990. Da hatte ich meinen ersten Lohn. Und was habe ich als erstes gemacht? Ich bin auf Zürich gefahren und bin im Laden und habe mir eine schöne Tasche gekauft. Die habe ich heute noch. Mir hat es gefallen, dass es so einzigartig war. Es hat noch niemand die Tasche gehabt. Ich habe eine rote Tasche mitgebracht. Die hat mir auch gut gefallen von der Farbe her. Die ist nicht so speziell aggressiv rot, sondern ein bisschen Bordeaux. Und man kann sie sehr, sehr gut eigentlich tragen zu allem. Mir gefällt am besten die Tasche. Die ist klein, handlich und hat sehr, sehr viele Fächer. Also wirklich super. Man kann mit dem überall gehen, man kann mit dem posten, man kann mit dem in den Ausgang und man ist eigentlich immer gut angelegt mit dem. Ich habe zu Hause etwa mit Koffern und mit allem etwa 11 Sachen von Rosa Müller-Riss. Ja. Obwohl ich noch nicht zählt. Wenn ich etwas der Mimi sagen könnte, würde ich sagen, hey, mach weiter so. Es ist super, auch Produktion und ja, ihre Idee, es ist wirklich immer top.